was machen wir hier? Schlachtfeld. Das ist jetzt der Versuch, diese Originalsitze, beziehungsweise original sind sie ja gar nicht von dem Auto, aber diese Sitze wollen wir halt reparieren. Das ist jetzt in dem Fall der Fahrersitz. Und es ist halt sehr schade, wir mussten die Lehne auseinanderbauen wegen dem hier. Und dem hier, das ist alles, hier kann man sehen, abgebrochen. Warte, ich drehe es mal um. Hier ist es abgebrochen, da ist es abgebrochen und hier ist es durchgebrochen und da ist es eigentlich eine Frage der Zeit. Ja. Jetzt haben wir den Beifahrersitz, also den Doppelsitz, den haben wir schon zerlegt und das wird die Laura jetzt mit der Nähmaschine bearbeiten. Da kommt hier so ein neuer Karton rein, der wäre ja eh noch gut, glaube ich. Dass das dann wieder umgeschlagen werden kann und in das Sitzgestell reinkommt. Genau. Da tun wir ein bisschen was dazu, ja. Weil das ist gar nicht mal so schlecht. Und das von der Rückenlehne, das ist dasselbe, das ist eigentlich auch intakt, aber das hat ja auch nicht so gelitten wie der Rest. Ja. Wenn man mal ehrlich ist, schaut eh noch gut aus. Ja. Das werden wir ihm auch wieder gönnen. Schön füttern und dann genau. Wieder zusammenbauen. Genau, und das ist der Bezug von der Lehne, der hat eigentlich eh gar nichts. Und so versuchen wir das jetzt. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, dann müssen wir sowieso was Neues kaufen. Also von daher patchworken wir das jetzt. Try it. Das ist eigentlich auch so ein Versuch für ihn hier. Da wird es genauso. Genau, weil da haben wir auch noch einiges an Stoff vom Sitz. Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für 50 Jahre Wald. Und von daher schauen wir mal, was wir da draus machen. Genau. Und ich nehme jetzt als erstes mal das Teil und das Schweißgerät und mache da mal wieder eine Lehne draus. Genau. Ich habe das gestern schon bei der Sitzbank und bei der Rückenlehne vom Beifahrersitz gemacht und muss sagen, das ist besser geworden, wie ich es erhofft hätte. Und ich habe da mit meinem lieben Freund den Patex mal wieder bei den großen Löchern so Stofffetzen draufgeklebt. So schaut das Ganze dann aus. Habe halt einfach nochmal eine Naht draufgesetzt, dass das einfach nicht mehr verrutschen kann. Und der war echt richtig am Arsch, an den Ecken vor allem und da oben, wo halt die ganze Spannung drauf war oder ist. Und da habe ich echt geschaut, dass ich das immer gescheit verstärken kann. Das hat aber alles echt super funktioniert. Und bei der Sitzfläche habe ich hier auch die kleinen Löcher ein bisschen repariert. Und habe auch die komplette Naht dann nochmal neu gemacht, weil der hat sich einfach schon, da haben sich richtig die Fäden aufgetrennt. Leider habe ich die Kederleiste da nicht mehr retten können. Die habe ich einfach komplett rausgemacht und das hier nochmal schön vernäht und eine neue, ein bisschen Stoff dazugegeben, die Naht noch ein bisschen mehr Futter hat. Genau, und jetzt probiere ich das auf der Fahrerseite eben auch. Mal schauen, ob das da funktioniert, weil das ist auf jeden Fall ein richtig großes Loch hier an der Seite. Aber ich bin guter Dinge, weil das gestern so gut geklappt hat. Ich habe da tatsächlich so ein paar alte Stofffetzen von dem alten Bett, das wir vor kurzem weggeschmissen haben. Und da Flo hat gemeint, ja, behalten wir den Bezug noch. Und jetzt bin ich dankbar drüber, weil der Patex sich super gut irgendwie mit dem Material verbindet. Ich weiß nicht, es ist nicht so das Allerbeste, aber es gibt ein bisschen nach. Aber ich brauche da eigentlich eh bloß ein Futter, dass da was drunter liegt, dass ich das eben gut vernähen kann. Höchst professionell schon wieder, ein Küchenmesser. Ich hoffe, da bloß liegt das nicht. So, geklebt ist das jetzt alles mal. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen trocknen und das einfach ein bisschen mit Mäscheklammern fixiert. Und danach kann ich drüber nähen. Also den Aufwand, den wir uns da udern. Eigentlich ist es das gar nicht wert für so einen Bezug.
Aber irgendwie würde es mir auch leid tun, wenn wir den jetzt einfach wegschmeißen. Man kann den ja doch noch irgendwie reparieren. Es kostet halt einfach ein bisschen Zeit. Okay, ich glaube, das ist soweit fertig. Ich habe jetzt nochmal alles verstärkt, was so zum Kleben war. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist und funktioniert, aber das ist kein Zustand. Hier habe ich auch noch ein bisschen verklebt. Ich lebe zurzeit nach dem Motto, guter Pfusch ist auch keine schlechte Arbeit. Und jetzt werden wir mal schauen, morgen oder so, wenn die Polster da sind. Ob wir das alles wieder so hinkriegen. So, ich mache heute die Sitze fertig. Der Flo hat die letzten Tage noch das Gestell fertig gemacht. Der ist jetzt, glaube ich, eh gerade am Schweißen von der A-Säule oder vom Einstieg. Weiß gerade gar nicht. Werden wir sehen, wenn wir in die Werkstatt hintergehen. Gestern sind die Kokosmatten angekommen und das Füllmaterial, was super ist. Und genau, ich hoffe, dass das alles auf das Gestell drauf passt. Genau, und dann versuche ich, dass ich die fertig genähten Bezüge wieder drauf krieg und dass das dann alles passt und ich das auch wieder reinkriege. Und dann könnten wir es heute theoretisch schon einbauen und hätten wieder fertige Sitze. Und dann wäre, glaube ich, der Innenraum komplett fertig. Was da mal? Oh, zaubern. Alles ausgebaut. Oh ja. Ist das schönes Wetter heute? Wechselkammer, los geht's. Was haben wir da Schönes? So, ich habe jetzt die Kokosmatte da drauf getan und das Vlies. Das war hier ganz schön eine Scheißarbeit, dass ich das da durchbekomme durch den Schlitz. Ich denke, das müsste passen. Hier passt es auf jeden Fall ganz gut. Jetzt kann man den da drüber ziehen. Ich glaube, die Ecken muss ich ein bisschen noch kürzen hier. Sonst habe ich so viel Gewurschel an den Seiten. Jetzt kann ich dann anfangen, den Bezug drüber zu tun. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, dass ich da unten drunter einfach ein Stück Stoff hin tue. Das ist nichts Besonderes und ich hoffe auch, dass das hält. Wenn nicht, dann können wir das einfach wieder raus. Bloß ich will vermeiden, wenn die Kokosmatten ein bisschen spröde werden und bröselig, dass das den ganzen Innenraum wieder vollsaut. Das haben wir beim Käfer schon gehabt und dann fängt das quasi auf. Alter, es kostet mich den letzten Nerv. Ich habe zu wenig Kraft, dass ich das gescheit einhänge. Und auch dazu ist natürlich die Qualität nicht mehr top. Wenn ich jetzt zu fest anziehe, dann reißt es natürlich wieder. Ich konnte gerade ein bisschen ausflippen. Aber gut, hilft jetzt nichts. Das sind genau die Stellen, die wieder reißen, wo ich mir schon gedacht habe, mal gucken, ob das so gut ist. Ich hätte es von Anfang an gescheit machen sollen. Schau, wie ich ausschaue. Ich dachte, es wird ein schnelles, kurzes Projekt. Ich habe jetzt beschlossen, ich lasse die Sitzbank so, wie sie ist. Und bespricht es später nochmal mit dem Flo, was wir da tun. Ich mache jetzt mal die Rückenlehne
Und vor allem mache ich einen Kaffee. Mann, das nervt mich echt. Aber es hilft nichts. Es nervt mich bloß aus dem Grund, dass ich da so viel Arbeit reingesteckt habe. Und das jetzt nicht so wird, wie ich will. Obacht, jetzt wird's richtig professionell. Oh, geil. Okay. Oh, ich schau aus wie Sau. Ich hab gedacht, es geht relativ schnell. Ich habe das jetzt hochprofessionell hier gemacht. Geduld ist wirklich nicht meine Stärke und ich bin auch ziemlich genervt, dass das andere nicht so funktioniert hat, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber ich bin vorhin hintergegangen zum Flo, habe mir noch meinen Kopf waschen lassen. Er hat gemeint, ich soll jetzt einfach Geduld üben, es ist eine Aufgabe für mich. Jetzt habe ich die Bezüge nochmal abgemacht, habe das nochmal geklebt, was wieder eingerissen ist. Nähe es nochmal, dass es wirklich gescheit passt. Schneide die Ecken hier noch ein bisschen aus und dann denke ich, kann ich es beziehen und es passt. Der Fahrersitz ist jetzt soweit auch fertig. Die Lehne hat der Flo schon gemacht. Ich werde das Ganze noch putzen und gescheit in diese Fassung hier reintun, reinstopfen. It's done! Oh, die Sitzfläche hat mich jetzt echt noch alle Nerven gekostet. Aber egal, ich bin sehr zufrieden. Ich meine, wir haben es einfach repariert. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich noch funktioniert. Die waren ja so kaputt und so zerrissen. Ich dachte, die müssen wir definitiv wegschmeißen. Und es freut mich jetzt schon wahnsinnig, dass es wieder eine Sitzbank ist und vor allem, dass die Sitzfläche auch wieder richtig gepolstert ist. Da war ja nichts mehr drinnen. Genau. Ich meine, natürlich werden wir das dann in Real Life ausprobieren müssen, wenn wir sie hinten eingebaut haben. Aber jetzt dabei bin ich mal happy. Ich habe jetzt Hunger, mache meinen Topf Nudeln. Vielen Dank auf jeden Fall an die Luise, an die Sattler-Luise. Ich werde sie irgendwo unten verlinken. Die mir echt Tipps gegeben hat, die ich super umsetzen habe können. Und genau, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.